So, da sind wir wieder beim Super Mario Maker. Heute laufen wir mal ganz gemütlich. Keine Hektik. Ach, das ist ja so die maximale Laufgeschwindigkeit von Mario unter Wasser. Kann ja gar nicht schneller laufen. Aber jetzt müssen wir schwimmen. Aber jetzt müssen wir Gas geben. Und dieses Level ist unglaublich schwer ohne Gegner. Ah. Oh, das ist kein Gegner. Wow. Die Soundeffekte vom Spiel haben alles übertönt. So, dann spielen wir heute doch mal ein paar Levels. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, dass ich gerade nicht mehr mein YouTube-Video offen habe, wo ich eigentlich die Levels raussuchen müsste. Deswegen gibt mir eine Sekunde, dass ich die kurz finde. Jetzt backt das Spielbild wahrscheinlich rum. Ja, weil ich meinen Browser noch auf dem falschen Bildschirm habe. So, ja, jetzt passt wieder alles. Seht ihr mal hier die technischen Hintergründe. Dann gehe ich jetzt auf das vorletzte Video, Level von Zethbling, und suche mir da ein paar Level raus. Weil da habe ich auch gesagt, dass ich Level von Zuschauern spiele und ich will nicht, dass die da irgendwas umsonst runter kommentiert haben. hier ein Level, nicht allzu leicht schaffbar, okay. Von Hulumpa. Hulumpa. Nee, jetzt wollte ich den Namen eingeben. Ich bin doch auch doof. 5824... 4 mal die 0. 2 mal die 0 wahrscheinlich, ja. 42. Und B4, B6. B4, B6. Okay. Extrem Parcours. Ach Gott. Ich weiß nicht, ob ich damit meinen Tag beginnen möchte. Aber gut. Wenn es zu krass ist, dann halt nicht. Sonst können wir ja auch wieder die 100... Mario Challenge Maker Dings der Bumsler spielen. Ach so, ich sollte da runter. Muss ich einfach nur laufen? Nein. Was ist, wenn ich mit mehr Anlauf laufe? Ich glaube, das wird auch nicht besser. Aber mir gefällt es nicht, dass die Musik in dem Level nicht da ist. Wahrscheinlich, weil du irgendwelche Special Effekte drüber gepackt hast, ja. Aber ich will eigentlich schon Level mit Musik spielen. Ach gut. Spring nicht direkt da rechts bei den Wumms rein. Schafft man das? Ja. Ach, mein Trampolin hat wieder nicht funktioniert. Ach, wann ist das eklig, so ein Mario ohne Musik zu spielen? Bei Minecraft bin ich es gewohnt, aber bei Mario ist es echt seltsam. Was? Ich hab's geschafft mit Anlauf. Ja, aber ich wollte das gar nicht so machen. Ah, geht das auch? Da muss ich gar nicht mehr die Mühe machen. Okay. Okay. Ein Pilz! Nicht. Kein Pilz? Nein, aber ein Leben. Ich würde gerne wissen, wo ich hinspringen muss. Schräg Pfeil sagt mir nämlich nicht viel. Ah, okay. Es geht, wenn man im richtigen Winkel reinspringt. Okay. Dann nehmen wir Anlauf. Okay, dann warten wir hier. Ach man, warum bin ich denn einfach runtergelaufen? Das Level ist gar nicht so schwer. Aber es ist richtig eklig, dass die Musik einfach weg ist. Und es ist nicht so geilo. Was ist denn das hier für... Man will doch von der Mario-Musik gemobbt werden. So. Zack. Zack. Klettern wir da rüber. Das Leben brauchen wir ja nicht. So. Dann wieder versuchen, den Sprung zu schaffen. Nice. Dann sind wir hier. Ich könnte theoretisch da auch noch hochhüpfen. Dann brauche ich da Anlauf. Jetzt. Okay. Oh, guck mal, da rette ich das noch. Nee, ich habe keine Lust auf ein Level ohne Ton. Das ist ja richtig eklig.
Huch, oh nein, ich, Kommentare aus, bitte. Wer der Ton an, ging es ja noch, aber ohne Ton ist es echt so ein stumpfes. So fühlt sich das Level an. Ach man. Oh, Quarky. Great Scott. Na gut, suchen wir ein anderes Level raus. Ich muss ja nicht alle Level schaffen. Ich hätte es gerne geschafft eigentlich. Ich will Level eigentlich gar nicht abbrechen, aber ich will auch nicht jetzt irgendwie eine Folge an einem Level hängen. Das ist ja auch irgendwie doof. Ich bin mir selber immer unsicher, was für euch am spannendsten ist. Ich denke, manche von euch wollen natürlich sehen, dass ich irgendwelche Level beende. Aber manche wollen halt vielleicht auch einfach mehr sehen. Muss ja irgendwie so ein Mischmasch finden. Ich hätte jetzt wirklich gerne wieder Lust auf Mario-Musik. Ich mache das Spiel nämlich 100% besser. Ich tippe gerade schon den nächsten Code ein, keine Angst. Von Cyborg LP. Mario Space Odyssey. Und man reist als Mario in den Weltraum. Okay. Ich wollte zwar eigentlich nicht mehr mit Mario in den Weltraum reisen, aber scheinbar entkomme ich meinem Drama nicht. Okay, ich bin mir das. Das sieht nicht sehr lang aus, das Level. Aber vielleicht hat es Musik. Er fällt mir ein, ich habe die Musik, glaube ich, zu leise. Moment mal. Ich mache die mal nochmal kurz lauter. Sind ja erst 6 Minuten im Part drin. Ha, jetzt ist sie noch leiser. Nämlich gar nicht vorhanden. So. Genau, so kann ich sie noch laut drehen. Hopp. Achso, das Level sah nicht lang aus, weil man wahrscheinlich wieder durch eine Rakete in die Zukunft reist hier. In den Weltraum. Hier oben dann richtig viel Shit abgeht. Okay. Gefällt mir schon besser. Bisschen präzise hier, aber gut. Was geht denn hier ab? Da ist ein Pilz. Oh, ich wusste nicht, dass man auf die drauf springen kann. Das macht es wesentlich einfacher. Okay. Dann mit dem Pilz können wir hier rechts raus. Und müssen wahrscheinlich da rechts irgendwas kaputt machen mit dem Pilz. Das ist wahrscheinlich so ein Wombo-Kombo-Level. Ja Mensch, fast als hätte ich es erraten. Hier auf einmal. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Yoshi oder die Schuhe. Der Feuerblume ist auch... Ist es nicht ein anderes Level? Einfach nur... Ich habe schon mal so ein Level gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit. Mit demselben Prinzip. Da hieß es aber Metroid-Level. Ah, gut. Da komme ich noch nicht lang. Ich habe meinen Upgrade dabei. Kann man Level einfach klauen und kopieren in dem Spiel? Also jetzt nichts gegen dich, Cyborg LP, aber ich habe so ein Level schon mal gesehen. So. Also mit demselben Grundprinzip. Ich weiß aber nicht, ob es dasselbe Level ist. Weil ich nicht mehr merke, wie jedes Level aussieht. So, hier können wir jetzt rüber mit dem Schuh. Das hat nämlich sehr wenig... Das fühlt sich nicht sehr weltallig an. Aua. Aua! Ja, was der... Jetzt verschwindet mein Schuh auch noch. What the fuck? Ah! Warum fallen die ganze Zeit Bomben auf meinen Kopf? Ich weiß, dass ich unter der Röhre stehe, aber das ist der perfekte Abstand, um da vorzustehen. Warum kommen da die Bomben raus? Das ist gemein. Na gut, machen wir es nochmal. Das war eins der ersten Levels, habe ich sogar vor Release schon gesehen, so ein Level. Das hieß Metroid-Level, weil es so nach, mit dem Upgrade-System gearbeitet hat. Sehe ich hier ein ähnliches Level? Da war auch sowas mit diesen fallenden Stachis. Und dann war es auch mit der Feuerblume, dass man die Pflanzen da wegmachen musste. Vielleicht hat er sich an dem Level orientiert und es sieht nur sehr ähnlich aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt die Feuerblume holen. Wobei wir sogar getroffen werden dürfen, weswegen ich eigentlich gar nicht so langsam spielen muss. Jetzt darf ich noch nicht mehr getroffen werden. Achso, man darf ja nicht bei der Röhre stehen. Wäre cooler gewesen, wenn es killbare Gegner gewesen wären.
werde ich nicht ganz so langsam spielen müssen. Aber gut. So. Dann können wir hier rein. Unsere Feuerblume verlieren. Die ist eigentlich relativ egal. Ich sag einfach mal relativ. Okay, nice. Können sie ja eventuell mit dem Schuh wiederholen. Nee. Tschak, 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 tschak. Bup, 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 bup. Dann arbeite ich jetzt so. Dann kriege ich immer eine hin und töte mit dem Schuh den Rest. Ich weiß nicht mal, wo ich hin will. So. Aua. So. Alles weg hier. Cookies. Eine Röhre. Oh Gott. Macht mir halt Angst. Damit stirbt er, oder? Ja. Danke. Oh, der Cooper will auch wieder in Freiheit leben, wie es scheint. Da haben wir es geschafft. Mario Space Odyssey. Und Mario Rest in der Weltraum. Okay, warte, jetzt google ich mal nach dem Level. Super Mario Maker Metroid Level. Davon habe ich nämlich irgendwas gelesen vor Release. Na gut, findet man nichts jetzt so schnell. Na gut. Wenn es deins war, sehr gut. Wenn es nicht deins war, sehr schlecht. Ich weiß nicht, man kann ja alle Level abspeichern, oder? Also es regt ja zum diebischen Diebstahl an. Was haben wir denn hier noch? Gehen wir mal aufs andere Video. Aufs neuere der beiden. Mario geht ins Weltall. Nein, ich will nicht meine eigene Stimme hören. Und da gucken wir uns jetzt auch, noch was raus. Alle schreiben hier ihre Level drunter. Okay, der hat einfach nur seine Level geschrieben. Der Kommentar... Was? Der kommentierende Kommentierer. Okay, dann spielen wir doch mal ein Level von ihm. Einfach das erste, was er da angegeben hat. 4 mal die 0, 2 mal die 0, 47, 992C. Okay. Level wird gesucht. Ein normal Level. Okay. Da gucken wir uns mal die normal Level an. Nette Begrüßung. Ja. Okay. Okay. Ihr habt nicht gesehen, dass die runterfallen. Aber ich glaube, dass die da liegen, ist gut. Kann ich missbrauchen. Da. Au! Fuck. Da sind schon ein paar Leute auf den Segen gestorben. Wenigstens bin ich nicht der Erste, der hier stirbt. So, das alles ignorieren. Ich schaff's nicht an die zweite Ranke. Ich muss weiter rechts klettern. Ist aber auch schwer. Vielleicht sollte ich auch direkt einfach zur zweiten Ranke springen. Okay, jetzt haben wir's. Und die ist ja nicht so schwer. So, jetzt weiß ich ja, dass ich weiterspringen muss. So, die kann man nämlich aufsetzen, wenn man sich duckt. Ah, cool, ich kann die töten. So, und los. Hoffentlich passt das.
da, 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 da. Notenblöcke, ich werde sterben. Okay, ich hab's geschafft. Ich hab die bösen Notenblöcke besiegt. Immer auf die Pfeile achten. Gott sei Dank gibt's die auch. Hä? Hä? Was war das mit dem Kettenhund? Der arme Kettenhund fällt einfach in die Lava. Es gibt Reset-Doors? Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, Reset-Doors zu bauen. Warte mal. Hä? Ist es möglich, Reset-Doors zu bauen? Warte mal. Was soll man denn hier machen? Also ernst gemeinte Frage, was ist hier der Plan? Oh, man kann den ja aufheben. Hä? Soll man... Ach so, man soll wahrscheinlich von den Schaltern aus abspringen. Kann man das? Ach, wenn ich ihn aufhebe, kann ich ihn nicht mitnehmen. Okay, man soll von den Schaltern abspringen, das geht? Warte, das probiere ich jetzt erstmal langsam. Ja, man kann von denen abspringen. Okay. Die Mechanik muss man auch... Aber es ist ziemlich nervig mit dem... Okay. Wow, ist das schlimm. Mit dem... Das Aufheben. Wird man die nicht aufheben, ging's besser. So. Alter. Das ist ja eine Vergewaltigung des Controllers. Okay. Nein, Mario. Mario, nimm den doch nicht mit. Mario. It's a me. Ja, wenigstens kann man das mit häufigeren Versuchen probieren. Ja. Tschüss, Pilz. Gott, man kann Blöcke mit dem Stachelkopf kaputt machen. Ist es gewollt, dass die einen nicht umbringen? Ich glaube, die sollten einen umbringen. Okay. Ein Jump'n'Run. Jo, ich bin oben. Hä, wie man alle Blöcke einfach als Stachelkopf Mario kaputt machen kann. Ich glaube, es war nicht von ihm gewollt, dass man die aufsetzen kann. Das kann man ja nicht wissen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Zack. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ich wünschte, es gäbe Checkpoints. Wegen sowas habe ich keine Lust mehr, ein Level ein zweites Mal zu spielen. Nintendo, please, Checkpoints. Das Level ist einfach 100 Jahre lang. 100 Jahre lang. Und es gibt keine Checkpoints. Ich probiere es jetzt noch einmal. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich kann die Level einfach nicht häufiger spielen, weil es ohne Checkpoints einfach viel zu eklig ist. Wie es auch einfach als großer Mario funktioniert. Tausendmal schwerer, aber es funktioniert. Cool, jetzt habe ich nicht mal mehr mein Schild. Mein schützenden Schild. Auf Verteidigung. Das war auch gerade mehr nur Glück. Ich hasse Notenblöcke! Mann! Ich probiere es noch einmal. Notenblöcke sind so scheiße in diesem Spiel. Achso, das habe ich ja im Video gemacht. Genau, diese scheiß Notenblockburg. Ich habe gerade ein Haar auf dem Finger liegen gehabt, das wollte ich gerade wegmachen. Aber dann habe ich gesehen, dass ein Gegner vor mir ist. Deswegen spielen wir jetzt nochmal. Es hat so leicht am Finger gekitzelt.
Okay, wir können schon mal so weit springen, das ist schon mal gut. Warum baut mir niemand normale Level? Warum muss ich immer durch die Hölle? So. Nice. Nein! Ich drück doch immer springen! Ach. Ich will noch einmal weiterkommen als diese Kackdinger. Part geht einfach 100 Jahre. Ba, 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 fuck. Wir hätten kein leichtes Level jetzt den Part, oder? Super, jetzt kommen hier die Leichtsinnsfehler. Ist nicht gesprungen. Böser Mario. So. Zack. Hä? Was? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich wollte auf die Kanonenkugel springen, aber hab's aber scheinbar irgendwie mit meinem Kopf berührt und dann ist alles kaputt gegangen. Ich hab springen gedrückt, Mario! 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 Ach man, wir waren bestimmt knapp vorm Ziel. Das Schlimmste ist, man muss mir einfach nur Notenblöcke über Lava geben und das Level ist tausendmal schwerer als das, was ich jetzt hier... Dieser erste Part. Der ist mir vollkommen egal, der macht sogar Spaß. Aber Notenblöcke über Lava? Tot. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe es überlebt und ich bin glücklich darüber. Ah, dafür opfere ich gerne meinen Helm. Der kam aber auch ungünstig nach oben. Komm, ich will noch einmal über die Notenblöcke. Na gut, machen wir noch 3 Versuche einfach. Und ich gebe mir auch Mühe. Keine Angst. Ach, weil ich diesen scheiß Panzer in der Hand habe, mache ich alles kaputt. Ah, okay. So, noch 2 Versuche. Vielleicht kommt die Game-Over-Musik. So. Jetzt klingelt es an der Tür, aber ich muss nicht ran. Gonzo bellt aber trotzdem ein bisschen rum. So. Okay, das haben wir auch geschafft. Dann hier hinten. Bin ich kurz leise wegen der Tür. Fuck. So, jetzt kann ich wieder reden. Ich möchte nur nicht hier kommentieren, während ein Postmann an der Tür steht und irgendwas bringt. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig. So, erster Sprung geschafft. Zweiter Sprung geschafft. Den Pilz hätte ich vielleicht gebrauchen können, aber egal. So, die töten einen ja nicht, haben wir ja festgestellt. Da glitscht man einfach nur durch. Zack, da runter und schon geschafft. Warum? Okay. Goomba mit Flügeln. Tür. Ah, jetzt kommt der Part, wo ich sterbe. Ja, hat wieder nicht geklappt, der Sprung. Ich hasse diese Sprünge so sehr! Das gibt's doch nicht, dass die so schwer sein können. Es ist so unglaublich. Ich kann diese Sprünge nicht. Irgendwann werde ich sie können, wahrscheinlich in 1000 Parts, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fuck it. Warte mal, wir machen mal Level beenden. Sieht man dann auch das Level oder ist es dann direkt verschwunden?
Wir können ja gucken, wo wir waren. Wir waren bei Notenblöcken. Ach so, wegen der Röhre sieht man die nicht. Ja gut, dann keine Ahnung, wie weit wir waren. Abschlussrate 0, ich würde es gerne fertig spielen. Das Level war ziemlich cool, aber naja. Ich will keine 3-Stunden-Parts machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Habe ich ein Level heute geschafft? Ja, eins wenigstens. Mann, ist deprimiert. Dumme Kackblöcke.